Isaac and his mother lived alone in a small house on a hill. Isaac kept to himself, drawing pictures and playing with his toys as his mom watched Christian broadcasts on the television. Life was simple, and they were both happy. That was until the day Isaac's mom heard a voice from above. Your son has become corrupted by sin. He needs to be saved. I will do my best to save him, my lord, Isaac's mother replied, rushing into Isaac's room, removing all that was evil from his life. Again, the voice called to her. Isaac's soul is still corrupt. He needs to be cut off from all that is evil in this world and confess his sins. I will follow your instructions, Lord. I have faith in thee, Isaac's mother replied, as she locked Isaac in his room, away from the evils of the world. One last time, Isaac's mom heard the voice of God calling to her. You've done as I've asked, but I still question your devotion to me. To prove your faith, I will ask one more thing of you. Yes, Lord, anything, Isaac's mother begged. To prove your love and devotion, I require a sacrifice. Your son, Isaac, will be this sacrifice. Go into his room and end his life as an offering to me to prove you love me above all else. Yes, Lord, she replied, grabbing a butcher's knife from the kitchen. Isaac, watching through a crack in his door, trembled in fear. Scrambling around his room to find a hiding place, he noticed a trap door to the basement hidden under his rug. Without hesitation, he flung open the hatch, just as his mother burst through his door and threw himself down into the unknown depths below. Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play auf meinem Kanal Fishboy. Ich überlege noch über den Namen. Er wird wahrscheinlich später noch geändert, aber ich denke, der Name vom Kanal ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Denn es geht ja hauptsächlich um das Let's Play jetzt. Wie ihr sehen könnt, Let's Play ich The Binding of Isaac Rebirth. Und ich hoffe, es wird euch gefallen. Es ist mein erstes Let's Play. Also erwartet jetzt nicht Glanzleistung. Ich werde mich anstrengen. Und viel Spaß. Wir starten ein neues Spiel mit unserem Charakter Isaac. Man schaltet später noch andere Charaktere frei. Dafür muss man halt Quests erfüllen, wie hier zum Beispiel 7 oder mehr Herzcontainer haben. Dann schalteten wir Magdalene frei und die Charaktere unter sich. Einmal sehen die anders aus. Und dann haben die natürlich nochmal andere Statuswerte. Isaac hier zum Beispiel hat, wie man auch sehen kann, ist mittelmäßig schnell, mittelmäßiger Schaden und 3 Herzcontainer. Wir spielen auf Modus Normal. Ich bin jetzt nicht der Beste im Spiel, aber es ist schon ein echt cooles Spiel. Also jetzt starten wir hier halt in einer random Welt. Also das ist alles immer random bei jedem Run. Wir schießen mit Tränen und damit müssen wir Monster-Gegner besiegen in jedem Raum, um weiterzukommen. Dann gibt es noch Items natürlich, das macht damit es natürlich nicht so langweilig ist. Und die werden die Tränen verändern, die Statuswerte verändern, alles mögliche. Da können echt verrückte Sachen bei rauskommen. Es ist ein schönes Spiel und ich würde sagen, dann gehen wir gleich mal in unseren ersten Raum. Ich gehe links und da ist noch kein Gegnerraum, aber ein Fallenraum. Das sind jetzt aber einfache Fallen, da sollte ich erstmal nicht reinlaufen. Der goldene Raum ist ein Itemraum, den gibt es auf jeder Ebene und da ist, wie der Name sagt, ein Item drin. Wir haben jetzt hier, ich glaube, das ist Bob's Brain, es tut mir leid, falls ich das verwechsel, aber ich glaube. Nein, es ist nicht, zum Glück habe ich es alles. Es gibt nämlich ein Item, das ist das hier.
Und nochmal ein anderes Item, Bob's Brain, dazu sage ich erstmal nichts. Bob's Brain ist gut, wenn man damit umgehen kann, kann ich aber nicht. Aber das werdet ihr alles noch sehen, da kommen natürlich noch mehr Let's Plays zu. So, dieses Item macht, dass wir die Gegner vergiften können mit unseren Tränen. Und ist unser erster Gegnerraum. Der war jetzt nicht gerade schwer. Aber ist ja auch noch Stage 1. Und hier ist dann der Bossraum. Auf jeder Ebene gibt es einen Bossraum mit einem Boss. Wenn man den dann besiegt hat, kann man auf die nächste Ebene kommen und so weiter und so fort. Und immer weiter, bis man halt den allerletzten Boss besiegt hat. Und da auch immer wieder die Räume, wie schon gesagt, random sind. Die Items sind natürlich auch immer random. Können dabei echt lustige Runs immer wieder entstehen. Und das ist, hat dadurch auch einen sehr hohen Wiederspielwert. Aber ich gehe noch nicht in den Raum, denn ich erkunde immer meistens die komplette Map, weil da können ja noch andere Items mit zu finden sein. Ah ja, und nach einem Bosskampf kriegt man meistens auch noch ein Item. Das heißt, auf jeder Ebene sind mindestens so zwei Items zu holen. Das ist jetzt ein Shop hier, der über mir, der Raum, der verschlossen ist. Hier links, an der, oben links in der Ecke, sieht man dann unsere Bomben, unser Geld, unsere Leben und unsere Schlüssel. Wir haben 0 Schlüssel, eine Bombe, 4 Geld oder Münzen, kann man, ich sag jetzt einfach Münzen, das klingt besser. Und da, ja, wenn man Schlüssel hätte, könnte man jetzt in den Shop rein, aber da braucht man natürlich auch Geld, um sich was zu kaufen. Bei diesem Raum mit den Stacheln hier, da kann man reingehen, aber dann verliert man Leben. Und da kann natürlich was Gutes drin sein, aber auch was Schlechtes. Und da wir auf Ebene 1 sind, möchte ich jetzt noch keine Leben wirklich verwenden, um in diesen Raum zu gehen. Ah ja, und mir ist der Hals auch ein bisschen kratzig momentan. Also es wird sich alles noch bessern, es ist ja auch das erste Let's Play. Also ich würde mal sagen, wir gehen zum Boss und schauen mal, wer da, was da uns erwartet. Gemini. Also Gemini ist ein sehr oft auftretender Boss am auf Stage 1. Also den könnte man, den sieht man schon oft auf Stage 1. Das ist halt dieser missratene Zwilling hier. Da kann man, der ist aber noch einfach, das ist keine Frage, da ist, da muss man sich noch nicht anstrengen. Ich werde jetzt nicht so viel reden, kurz, ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Also jetzt nicht so viel, weil der Bosskampf ja nicht gerade schwer ist, aber halt schon ein bisschen. So, da haben wir den ersten Boss gemacht. Jetzt haben wir hier Mom's Shoes. Die werden uns mehr Range geben für die Tränen. Also jetzt schießen wir weiter, wie man sehen kann. Außerdem machen die Items auch, was ich eigentlich, was ihr wahrscheinlich schon längst bemerkt habt, als ich das andere Item eingesammelt habe, verändern was am Aussehen. Also jetzt haben wir auch diese Schuhe an. Ja, hier ist nichts weiter zu holen, also zum nächsten Raum. Ebene meine ich. Und ich lasse das mal noch laufen. Hier sieht man dann immer so, was Isaac alles so traurig macht oder was so seine traurigen Kindheitserinnerungen sind. Später werde ich das überspringen, weil es einfach nur nervt und man die meisten eh schon kennt. Aber ich lasse es jetzt nochmal am Anfang laufen, damit man die nochmal sehen kann. Und in so einer Scheiße, ja genau, kann Geld drin sein oder andere Items. Eine Pille. So Pillen sieht man unten rechts. Da wir diese Pille noch nie hatten, ist es Fragezeichen. Also wir wissen nicht, was die Pille macht. Sie kann etwas echt Gutes sein, sogar mehr Herzen, Herzcontainer, schneller schießen, alles mögliche. Es kann aber auch schlecht sein, uns was abziehen, uns langsamer machen, alles möglich. Also es ist immer riskant, eine Pille zu benutzen, es kann aber auch echt Vorteile bringen. Ich würde mal sagen, erster Run, erste Pille nehme ich.
war gut, es war die Balls of Steel Pille, die bringt uns jetzt 2 Seelenherzen. Wir haben 3 Herzcontainer, das heißt, wir können von den roten Herzen auch nur 3 rote Herzen einsammeln. Aber Seelenherzen, also ich will jetzt, die kann man immer einsammeln. Also auch wenn man nur 3 Herzcontainer hat. Also wir hatten ja nur 3 Herzcontainer, jetzt haben wir trotzdem 5 Herzen. So mal erklärt, was Seelenherzen sind. Und ja, man muss jeden Raum, man muss die Gegner auch besiegen, weil man sonst ja nicht aus dem Raum rauskommt. Es gibt eine Alternative, wenn man Bomben hat, dann kann man auch bei so einer Tür hingehen, eine Bombe hinlegen und die Tür aufsprengen. Das geht aber auch nicht in allen Räumen, zum Beispiel bei einem Bossraum kannst du jetzt nicht einfach so hin, eine Bombe hinlegen und dann wieder vom Boss rausgehen. Aber wenn man dann wieder in den Raum kommt, dann sind die Gegner eh wieder alle da, also es bringt eigentlich nicht so viel. Ich habe eigentlich jetzt nicht so gute Sache, also nicht so das gute Gefühl bei dieser Pille, also ich werde die jetzt erstmal nicht nehmen. Weil so eine Pille kann einem auch echt den Run versauen. Okay, das sind ein paar Trollbomben. In so einem Feuern kann auch was drin sein. Aber meistens ist da jetzt nicht so viel drin. Es gibt auch noch rote Feuer, also jetzt, ja, so. Das ist ja schon fast rot, aber ich meine, jetzt richtig rötlich da. Das sind Feuer, die können schießen auf einen auch. Also wie Feinde halt. Also aufpassen, jetzt nicht in die Stacheln laufen. Diese hier, die können sterben, entweder komplett oder wenn man. Der ist jetzt komplett gestorben, der auch. Aber die anderen beiden, die haben halt nur den Kopf verloren. Jetzt laufen da diese Unterkörper noch lang und schießen noch umher. So. Fliegen halt. Am Anfang ist es noch sehr einfach, aber ich sag euch, dieses Spiel kann sehr schnell sehr schwer werden. Man kann auch immer Pech mit den Items haben. Aber bis jetzt, finde ich, läuft es gar nicht mal so schlecht. Also, wir hatten jetzt keinen Schlüssel, aber jetzt haben wir da gerade ja in dem einen Raum einen Schlüssel bekommen. Deshalb erstmal zum Itemraum aufschließen, gucken, was man bekommt. Und jetzt haben wir Daddy Long Legs, Daddy's Love bekommen. Ein ziemlich gutes Item meiner Meinung nach. Es ist jetzt nicht das Beste, aber dafür, dass wir hier eine erste Runde haben, ist es auch jetzt so, dass man auch vieles schlechter haben hätte können. So. Monstro, ein eigentlich einfacher Bossgegner. Aber ich will ja jetzt nicht so viel versprechen, dann am Ende werde ich noch getroffen oder sowas. Ah ja, und wie ihr auch immer sehen kommt, jetzt kommen da immer diese Beine vom Himmel runter. Da ist ja auch immer dieser Schatten jetzt auf dem Boden zu sehen. Das ist durch dieses Item von dieser Riesenspinne. Und die macht den Gegnern halt Schaden und das finde ich schon ziemlich cool. So, jetzt haben wir auch schon die ersten 2 Achievements bekommen. Dafür, dass wir Basement abgeschlossen haben und dafür, dass wir Monster besiegt haben. Dadurch schaltet man zum Beispiel neue Items frei und es sind halt Achievements, also neue Achievements. Also, man will Achievements. Wir haben ihn besiegt, ohne jetzt Schaden an roten Herzen zu bekommen. Da ist die Chance immer sehr hoch, einen Teufelsraum zu bekommen. Der ist jetzt hier auch erschienen. Es gibt aber auch Engelsräume, aber Teufelsräume erscheinen. Also es ist meiner Erfahrung nach erscheinen Teufelsräume öfter. Da kann man jetzt reingehen, dann gibt es hier Devil Deals. Das heißt, ein Herzcontainer für diese Items oder für eins dieser Items kann man sich jetzt halt aussuchen. Ich würde jetzt dieses Item in der Mitte nehmen. So, jetzt haben wir einen Herzcontainer weg, aber halt dieses Item. Das ist halt manchmal schlecht, manchmal gut. Eigentlich wäre ich noch für dieses Item da. Ich bin auch dafür, ich nehme es jetzt einfach. Wir haben jetzt einmal Gabis Tail und Gabis Pfote. Ich weiß, es tut mir leid, ich weiß. Und sie machen, wenn man 3 Gabi-Items hat, das ist halt seine Katze, dann wird man die zur Gabi-Form und die ist echt overpowered, also jetzt nicht, also sie ist echt stark. Und jetzt ist ein Item, Gabis Paw, ist oben links jetzt erschienen, wie ihr sehen könnt.
sein Aktivier-Item. Das kann man mit Space aktivieren. Aber ich will es nicht aktivieren. Das macht, dass man einen Herzcontainer verliert, aber dafür drei Silberherzen bekommt. Ist ganz praktisch, aber da wir ja schon zwei Silberherzen haben und einen Herzcontainer und jetzt durch hier Snack, HP ab, jetzt haben wir sehen, auch wieder einen Herzcontainer dazu gewonnen. Und also ich würde Guppy Spawn noch nicht verwenden. Ich habe es jetzt einfach nur mitgenommen, um oh, damit wir vielleicht Guppys Form erreichen, wenn wir Glück haben und ein drittes Teil noch zu Guppy finden. Jetzt haben wir auch schon die ersten zwei Charaktere freigeschaltet. Und ich werde halt immer mit verschiedenen Charakteren spielen. Random. Und da werden wir mal sehen. Schreibt mir in die Kommentare, welchen Charakter ich als nächsten spielen soll. Wir hatten ja jetzt zwei freigeschaltet. Einmal Eve und... Ach, ich weiß jetzt nicht, wer der andere ist. Es tut mir so leid, aber fällt mir einfach nicht ein. Schreibt einfach in die Kommentare, ihr habt es ja gesehen mit den Namen. Oder ihr könnt zurückspulen. So, dieser Gegner, es gibt dann nämlich immer Champs auch pro Raum. Dieser Gegner, der Farbe hat, ist ein Champ. Die sind dann stärker zum Beispiel, ja. Und haben noch andere Fähigkeiten und droppen dann aber dafür auch was. Also es ist auch gut, es ist aber auch schlecht, falls man gerade wenig Leben hat und die Champs einem zusetzen. Der Rote hier hat deshalb auch Herz gedroppt. Und wir gehen noch nicht Bossraum. Es gibt auf dieser Ebene ja noch einen Itemraum. Außerdem erkunde ich meistens, also nicht immer, aber ich sage euch jetzt schon mal, dass ich die Ebenen meistens komplett erkunde. Das war jetzt vielleicht mal knapp. Da wäre ich echt fast getroffen, also. An Daddy Longlegs, wie ihr sehen könnt, der ist echt praktisch. Der one-hittet diese normalen Gegner aber auch. Das ist halt total, total gut einfach. Die Gegner kann man nur treffen, wenn sie einen angreifen wollen und ihren Kopf hoch machen. Und deshalb muss man da aufpassen, dass man jetzt nicht von, dass man die halt immer im richtigen Moment trifft. So, wie ihr seht, es fällt mir momentan noch schwer zu denken und zu spielen und zu reden und alles Mögliche. Aber ich verspreche euch, es wird sich mit der Zeit verbessern. Es ist auch eine Gewöhnungssache. Was ich vergessen habe zu erklären, ist, wir haben jetzt auch unten links in der Ecke das Item Flat Penny. Das sind Passiv-Items, die bringen uns in gewissen Situationen was. Zum Beispiel Flat Penny macht, wenn man ein Geldstück aufsammelt, dann ist eine Chance, sogar eine ziemlich hohe, dass ein Schlüssel mit droppt. Das hatten wir sogar hier als. Und das ist zu unseren Gunsten, denn jetzt können wir den Itemraum aufschließen. Ein Item, was ich jetzt nicht so genial finde, aber es bringt uns 10 Bomben. Und diese schöne Bombenlunte. Also 10 Bomben kann man sich. Man kann sich Bomben ja auch im Shop kaufen oder so. Aber es ist jetzt nicht eines der besten. Aber ich denke mal, wir werden schon weiterkommen. So. Jetzt bräuchten wir noch einen Schlüssel. Wir haben jetzt auch da so eine Karte aufgesammelt. Es ist unten rechts angezeigt, so wie Pillen hier werden auch immer unten rechts angezeigt. Also High Priestess, Mother is watching you. Die kann man einsetzen wie Pillen. Und die Karten haben natürlich auch verschiedene Effekte. Und das kann ich euch dann auch noch alles zeigen. Bei einem. Oh Mann. Jetzt haben wir halt noch eine Karte. Man kann auch immer nur eine Sache davon mitnehmen. Und bei den Item unten links, also Flat Penny, kann man auch nur eins mitnehmen. Es gibt aber noch eine Tasche, die man bekommen kann später. Bei der kann man dann noch mehrere Sachen davon tragen. Das hier unten ist ein Kampfraum. Da muss man gegen so viele. Nee, da kannst du dann halt diese Kisten öffnen. Aber dann kommen hier Gegner, da musst du die alle besiegen und dann kannst du erst raus. Aber ich denke mal, wir schaffen die. Und wir haben ein Guppy-Item bekommen. Jetzt haben wir die Guppy-Form. Und echt geil, dass wir im ersten Run schon die Guppy-Form haben. Und echt scheiße, dass wir jetzt getroffen wurden.
durch die Guppy-Form können wir fliegen und machen mit unseren Schüssen diese blauen Fliegen, wie ihr sehen könnt. Die sind extrem stark und greifen Gegner an. Also die fliegen jetzt hier auf den Gegner rauf und machen richtig viel Schaden. Und bei jedem Schuss kann die halt spawnen und immer mehr kommen. Und da sieht man schon, die gehen richtig ab. Also das ist schon echt krasses Item. Und dieses andere Item, was wir bekommen haben, Guppy Set. Jetzt kann man jeden Raum einmal aktivieren, dann kriegt man auch nochmal so ein paar Fliegen dazu. Oh, ein Soul Heart, ziemlich geil. Und eine Bombe. Also die Runde läuft und dafür, dass jetzt können wir fliegen, jetzt können wir auch überstacheln und alles sowas rüber. Jetzt können wir die Kiste aufmachen. So. So, jetzt sind wir Rage. Ich wollte es nur mal zeigen, die Karte macht, dass wir mehr Schaden machen für einen Raum. So, jetzt ist die weg, aber ich wollte es einfach mal zeigen. Jetzt kann man hier halt fliegen, über alle Sachen drüber, echt extrem praktisch. Wir machen halt die Sachen und dafür, dass es der erste Run ist, es läuft wie geschmiert. Aber Leute, ich würde sagen, es läuft so gut. Ich mache jetzt noch den Bosskampf und dann stoppe ich die Aufnahme, denn es sind ja jetzt schon über 20 Minuten her und ich, was ich noch nicht gesagt habe, meine Mindestgrenze, also ich werde jetzt 20 Minuten machen, es ist halt das erste Video, das geht jetzt halt ein bisschen länger, es hat auch Spaß gemacht schon, deshalb würde ich hier gleich die Aufnahme stoppen. Wir spielen dann nächstes Mal hier auch gleich weiter, also jetzt nicht denken, dass wir dann einen neuen Run beginnen. Ich werde dann von hier weiterspielen. Ich beende, mach nur kurz eine Pause. Ja, und wie ihr seht, hier spawnen instant diese Flies und die gehen so rauf und machen Schaden. Dann habe ich noch das Gift und der Fuß tritt auch immer rauf. Also, das war jetzt ein leichtes. Und zack. Das da ist ein Eternal Heart. Die bringen, die heften sich halb ran, da. Ans rote Herz halb ran geheftet. Wenn wir jetzt in die nächste Ebene kommen und dieses Eternal Heart noch haben, also noch nicht verloren haben, dann kriegen wir einen neuen Herzcontainer. Da wir jetzt hier gleich bei der neuen Ebene sind, bringt uns das ein neuer Herzcontainer ein. Das ist ziemlich gut. Dieses Item macht uns kleiner und schneller. Und gibt uns eine Pille, aber die will ich nicht einsetzen, da ich ja vorsichtig bin. Ich würde nur sagen, dann beende ich jetzt hier den Part. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch mal ein Like da. Und bis zum nächsten Mal. Ich werde mal sehen. Vielleicht kann ich auch mal so ein längeres Video machen. Aber es ist jetzt auch das erste. Ciao.